Salut, Bauer Fritz. Salut, Housi. Was sähst du da? Eine Gründüngung. Was für eine Gründüngung? Die heißt No-Till. No-Till, sicher, echt hier so? Und die Sämaschine ist natürlich auch eine No-Till. Richtig. Ufa, No-Till. Gründüngungsmischung. Wie sieht das aus da im Sädkasten? Noch was drin? Ja. Oh, das ist so grob. Also das sind Erbsen, weißt du? Ja, aber was ist das? Das fast nicht. Ah, ja. Das ist ja. Ja, die Erbse ist da drin, ja, ja. Ja, ich sehe die Erbse, ja. Der Fritz lädt mich ein, eine Runde mit ihm zu fahren. Aber der Bauer Housi weiß nicht, ob er in einem Traktor sitzt, der keine Klimaanlage hat. Genau. Vollzeit. Ist ohne GPS die Spur zu halten. Der Fritz muss ganz konzentriert fahren und auf die Getreidereihe achten. Ja, er fährt mit 9 Stundenkilometer. Schön zügig. Mal schauen, wenn das Saatgut gut gedeckt ist, dann ist es okay. Und dann wie machst du das? Kannst du die Tiefe stellen? Wie? Kannst du die manuell oder die? Ja, wir können das nachher auch erklären. Ah, ja. Ja, gut, Ernst, hat man gesehen. Ja, es ging ein bisschen schwierig, weißt du? Ja, oder die Zeug suchen. Aber Ernst geht noch. Weißt du, wenn man es nicht oben drauf sieht, dann ist es sicher. Ja, im Boden. Im Boden, aber das ist. Eben zum Teufelsteilen. Ich gehe die. Da musst du jeden einzeln. Also du denkst zwei miteinander. Ah, oh. So, ja. Und dann fährst du. Aha. Da ist einer für einen Rutschen. So. Aha. Dann habe ich drei, dann geht der Teufel. Ah, mit den Ringen? Ja, man sagt einen Zentimeter immer. Ah, jeder Ring ein Zentimeter. Ja. Okay, gut. Ja, also Fritz, vielen Dank, dass du dich weiterfahren. Ich mache noch schnell ein paar Aufnahmen, wenn du fährst. Ja, und mit diesem Easy-Drill hat er sogar Mais gesät.
als Experiment und das Mais sieht wunderbar aus.